Yo Leute, was geht? Ich bin Dennis und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Guckt mal links neben mir, also rechts von euch. Wir haben schon hier einen Topf bereitgelegt mit Wasser drin. Unter dem Topf ist ein Camping-Grasbrenner, der den Topf erhitzt. Das kocht schon, wie man sehen kann. Mirko ist hinter der Kamera. Es geht. Und wir beide haben uns gefragt, was eigentlich passiert, wenn man Leuchtstäbe kocht. Und deswegen machen wir das einfach als Experiment. Wir haben hier 50 kleine, dünne Leuchtsticks und so noch zwei dicke. Und ja, wir werfen die gleich rein. Mal gucken, was passiert, Jungs. Denkst du, ich werf mal ein paar rein. Ich kann dich schon da reintun. Ja, super rein. Komm, komm runter, Mirko, komm. Also, aufmachen hier. So. Hier haben wir unsere ganzen Leuchtsticks. Das sind jetzt 10 Stück. Erstmal oder wollen wir warten, bis es dunkel wird? Ja, wir machen jetzt im Hellen und wenn es dunkel wird, nochmal. Okay. Erstmal knicken. So. Okay, wir werfen schon einen rein. Möchtest du so langsam reintun? Warte, ich drück ihn so rein. Guck, ob es schmilzt. Nein, tu ihn einfach rein. Ich tu ihn einfach rein. Tu alle rein. Okay, ich tu alle rein, komm. Oh nein. Das ist ein Experiment, Leute. Also auf jeden Fall, was ich weiß, diese Gase, die bei sowas entstehen, von Leuchtstäben, die sind auf jeden Fall giftig, Mirko. Also nicht vorhandene Gasmaske jetzt aufziehen. So. Perfekt. Wir sind jetzt safety unterwegs. Vielleicht solltest du den Fake-Bart von deinem letzten Video nehmen. Oh nein! Der Fake-Bart vom letzten Video. Falls ihr mein letztes Video nicht gesehen habt, checkt es auch ab. Wir haben ein Amazon-Überraschungspaket geöffnet und da waren wirklich was richtig Krasses drin. Ey, Mirko, guck mal, komm her. Die Farbe läuft an der Seite aus. Siehst du das? Ja, Mann. Da. Es wird ein Farbtopf. Es wird ein Farbtopf. Aber leider haben wir gerade nichts zum Umrühren. Ich würde sagen, wir hüpfen kurz in die Küche. So, in der Küche, wir brauchen irgendwas, womit wir das umrühren können. Das haben wir so einen Rührbesen nehmen. Ja. Den brauchen wir, okay, komm. Das ist unser Experimenttopf gerade. Das, ihr müsst euch so denken, das sind gerade Nudeln. Höh, stinkt das. Das stinkt extrem. Oh, Digga, es ist gerade so explodiert an der Seite. Ja, ich hab's gesehen. Oh. Da leuchtet es richtig hell. Ich hoffe nicht, dass du die Kamera spritzt, dann wäre die Kamera gefickt. Ey, warte, ich knick die mal nicht. Mal gucken, ob die von alleine so zu... Da leuchtet die Flüssigkeit da krass. Ja, Mann. Höh, das stinkt so extrem. Mehr rein. Scheiß drauf, komm. Boah. Boah, das war eine krasse Farbe. Leute, was machen wir denn für eine Scheiße? Wir testen es für euch. Wir testen es für euch, Jungs. Ich will auch mal, Dennis. Hier, klick drauf. Hier. Hier. Mirko, Bro. Es geht, Leute. Leuchten sie? Ja. Geht ab. Ja, Mann. Boah, das stinkt heftig, Mann. Du brauchst ein bisschen Wasser. Boah, ein bisschen Wasser, ne? Für die Nudeln. Das ist der Rührstab, Dennis. Wir brauchen den Rührstab. Das neue, unsere Nudeln. Das neue Wasser muss erst erhitzen. Höhle, die einen sind festge... Gehen wir ehrlich? Ja. Komplett? Ja. Scheiße, Mann. Man sieht schon, manche Leuchtstäbe... Da ist oben ein bisschen was weggeschmolzen. Aber manche Leuchtstäbe verlieren schon an Farbe. Also die Farbe verdampft auf jeden Fall auch mit. Krass, wie das stinkt. Und es stinkt. Ey Leute, und es stinkt extrem. Macht das nicht zu Hause nach und vor allem nicht drinnen, wenn mit euren Eltern und draußen. Ja, ja. Aber macht es am besten gar nicht einfach nach, gar es nicht macht nachmachen. Keinen Sinn. Ihr seht schon hier, was passiert. Macht sowas niemals nach. Wir testen es für euch. Wir haben auch Gasmasken und so. Ihr seht es. Höhle, da ist krass Farbe. Da krass Farbe. Grün. Sehr schön. Leute, ich habe eine krasse Idee. Wir gehen kurz mit dem Topf in den Schuppen, weil es da komplett dunkel ist. Und wir gucken einfach mal, welche Farben da drin sind. Boah, ist das heiß. Der Topf, ich hab ihn gerade falsch gepackt, Alter, fast verbrannt. Gaskammer. So sieht das Ganze aus. Boah, sieht das krass aus. Sieht geil aus, Alter. Ja, Mann. Wir warten auf jeden Fall noch, bis es draußen dunkel wird. Vielleicht schafft sich die Flüssigkeit auszuleuchten. Wer weiß. Boah, sieht das geil aus. Sieht ehrlich geil aus. Okay, komm. Ab geht's zurück. Wir müssen wieder kochen. Kurz mein Off-White-Shirt. In jedem Video jetzt von Dennis werde ich dieses Off-White-Shirt tragen. Hat mir kein Off-White-Shirt geschenkt. Das hat Dennis mir geschenkt, Leute. Ehrenmann. Hashtag Ehrenmann. In die Kommentare. Wehe einer Dislike. Dennis hat mir ein Off-White-Shirt geschenkt. Also chillt mal. Ich würde sagen, wir warten erstmal 5 Minuten ab.
und filmen dann wieder und gucken, was dann passiert. Ja. So Leute, wir sind back. Wir haben es jetzt 5 Minuten locker kochen lassen. Es, die Nudeln sind richtig labbrig geworden. Man sieht doch, da leuchtet irgendwas. Und die Dämpfe sind so eklig, also unsere Gasmaske ist nicht gut. Wir müssen uns für das nächste Mal auf jeden Fall eine bessere kaufen. Auf jeden Fall, Mirko, tu ein bisschen Wasser rein. Es kommt eine riesen Rauchwolke. Wie hat's geschmeckt, Mirko? Heftig. Ich würde sagen, wir tun erstmal jetzt den Topf hier drauf. Decke oben drauf. Da sich immer noch nichts getan hat, würde ich sagen, wir warten jetzt einfach nochmal 20 Minuten und gucken dann mal vorbei. Wir gehen kurz was einkaufen. Wir gehen kurz was einkaufen zu Edeka. Wir sehen uns gleich, Kochtopf. Koch einfach weiter hier. So Leute, wir sind jetzt wieder angekommen. Wir waren einkaufen und der Kochtopf brodelt immer noch. Mirko, Bro. Skis, Bro. Ey Leute, wir warten jetzt noch, bis es ein bisschen dunkler wird, damit man es richtig leuchten sieht. Ihr wisst Bescheid. UFO 361. Achtung, Achtung. Dieser Topf könnte explodieren. Leute, schreibt's in die Kommentare. Wollt ihr, dass wir mehr Videos mit diesem Megafon drehen? Ey, guck mal, der Topf. Okay, ich mach jetzt den Kommentator. Wir müssten noch ein paar Leuchtstäbe langsam reinschmeißen. Okay, so, wir tun jetzt noch mehr Leuchtstäbe rein. Wir haben noch 20 kleine und noch 2 dicke. Ah, ist das heiß. Nichuja. Boah. Voll leuchten die. Da drinnen sieht man es krass. Rein damit. Sollen wir den dicken reintun, Mirko? Ja, Mann. Okay, komm. Falls ihr Leuchtstäbe braucht, alles unten verlinkt. Boah. Boah, der leuchtet krass, Digga. Nichuja. Boah, der ist krass. Ich will auch einen knicken. Warte, wir können den sogar an so einem Seil befestigen und dann rausziehen. Nein. Wollen wir nicht machen? Gib mal, ich mach was Cooles. Ja, Mann. Oh. Ja. Oh. Ja. Wie sieht's mit unserem Kochtopf aus? Boah, der leuchtet krass. Boah, Nichuja. Mach den jetzt auch noch rein. Boah, das leuchtet heftig, Mann. Die letzten 10 Leuchtstäbe kommen jetzt auch rein. Wir haben alles dann original im Kochtopf liegen. Oh. Dann gehen wir nochmal in den dunklen Schuppen. Ja, Mann, dann gehen wir damit in den dunklen Schuppen. Okay. Boah. Da leuchtet der krass. Ja, Mann, das ist geil. Ist einfach ein leuchtendes Teil. Warte noch. Das sieht boah, voll geil aus. Boah. Boah, stell dir vor, wenn die großen aufplatzen. Da ist so viel Flüssigkeit drin, die läuft direkt aus. Das sieht voll geil aus. Heftig, wie der Topf leuchtet. Ja, Mann. Wieder 5 Minuten später. Der Topf sieht jetzt so aus und es stinkt extrem. Und es knistert die ganze Zeit. Nimm den Topf, Mirko. Wir gehen jetzt in den dunklen Raum damit. In den Schuppen, wie es leuchtet. Oh, die Kleinen sind schon kaputt. Die sind alle verbrannt. Die dicken Leuchte, die glühen so hart, ja, Alter. Aber die anderen haben alle ihr Leuchten verloren. Die sind ausgekocht. Die sind ausgekocht. Die sind al dente. Nudeln al dente. Nudeln al dente. Sie sind auch wabbelig geworden. Also gleich auf den Teller. So. Oh, oh nein. Das stinkt so hart extrem. Diese dicken Leuchtstäbe explodieren einfach nicht. Also die platzen nicht auf oder so. Ich hätte gedacht, die platzen auf. Geht auf jeden Fall, die kleinen Leuchtstäbe sind alle ausgelaufen. Man sieht, guck mal, die Färbung vom Wasser. Es ist auch so eine, guck mal, das Wasser leuchtet. Es ist rot. So Leute, das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Der Kochtopf, das Wasser hat sich auch gefärbt, rötlich. Die 2 dicken Leuchtstäbe, die gehen nicht kaputt. Keine Ahnung, was man mit denen machen soll. Die leuchten immer noch. Die anderen haben alle aufgehört zu leuchten. Auf jeden Fall stinkt das Ganze extrem, macht es nicht nach. Und ich hoffe, das Experiment hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, Mirko zu abonnieren. Erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.